Ich begrüße euch zum zweiten Mal zu diesem Vlog, nachdem ich beim ersten Mal ein technisches Problem hatte. Weil der wäre wenigstens draußen gewesen, mit Katze und Hund. Und eine Zusammenkunft von beiden. Nicht streite ihr zwei, gell? Ja, jetzt ist es so windig, dass ich leider nicht rausgehen kann, aber wenn man vom Teufel spricht, hallo, schau mal da. Nein, da. Okay, tschüss, war schön, dass du da warst. Ich möchte mal ein Schulfach ansprechen, von dem ich nicht weiß, warum es das nicht gibt und warum man das nicht mal einführt. Nämlich das Schulfach Lernen. Also, dass man in der Schule lernt, wie man lernt. Eigentlich doch naheliegend, oder? Auf der einen Seite ist es, Lernen ist was so Individuelles, dass es fast schon logisch ist, dass man das nicht unterrichtet. Weil du kannst den Schülern dann zwar zeigen, welche Methoden es gibt, aber das heißt nicht, dass für die Schüler auch funktionieren. Und es kann durchaus sein, dass Schüler dadurch eher verwirrt werden, wenn sie so viele Methoden kennenlernen und sich dann quasi ausprobieren müssen. Aber eigentlich ist genau dafür Schule ja da, dass man rausfindet, was man kann, was einen interessiert und womit man sich eben mehr beschäftigen möchte. Insofern ist es auch wieder unverständlich, warum das nicht unterrichtet wird. Das Interessante daran an so einem Fach wäre aber vor allem auch mal zu erfahren, was Lernen eigentlich ist. Ich meine, wenn ich jetzt euch sage, was versteht ihr unter Lernen, werdet ihr wahrscheinlich sagen, na, das ist, wenn ich jetzt am Schreibtisch sitze, am Esstisch oder wo auch immer ihr jetzt so lernt oder auch in der Schule, und diese Aufgaben da bearbeite oder hier diesen Text zwei, dreimal durchlese, Vokabeln lerne oder sowas. Das ist Lernen. Das stimmt so nicht. Es kann sein, dass das Lernen ist, aber Lernen ist etwas, was im Gehirn stattfindet und das kann man nicht steuern. Klingt ganz verrückt, aber auch das kennt ihr. Ich bin mir sicher, jeder von euch hat schon mal so einen Moment gehabt, da hat das mit dem Lernen einfach nicht geklappt. Ja, sitzt man und man konzentriert sich und trotzdem versteht man es nicht. Hat nichts mit Dummheit zu tun oder irgendwas, das liegt dann daran, dass das Gehirn eben nicht gelernt hat. Weil man das nicht aktiv erzwingen kann. Das kann man auch überhaupt nicht steuern. Ich hatte mal die Situation, ich weiß, ich kann mich nicht mehr perfekt daran erinnern, aber ich weiß noch, es war in Bio und ich habe gelernt für eine Klassenarbeit. Gelernt für eine Klassenarbeit. Und wir hatten mehrere Themen und ich habe Thema A nicht so perfekt verstanden, aber es war ausreichend. Dann habe ich mich mit Thema B beschäftigt. Das habe ich gar nicht verstanden. Und während ich versucht habe, Thema B zu verstehen, habe ich auf einmal Thema A verstanden. Die hatten nicht direkt was miteinander zu tun. Und ich habe mich nicht irgendwie nebenbei doch noch mit Thema A beschäftigt, während ich eigentlich Thema B lernen wollte, sondern ich habe mich ganz auf Thema B konzentriert. Und währenddessen ist der Groschen für Thema A gefallen. Das ist das, was das Gehirn macht. Das Gehirn sagt, ich habe gerade was kapiert. Und dann hat man eben was kapiert. Aber man kann nicht steuern, was das ist. Man kann das unterstützen, indem man sich zum Beispiel hinsetzt und Bio lernt. Und das Gehirn kommt dann automatisch in den Lernmodus. Aber man kann trotzdem nicht erzwingen, dass das Gehirn es auch versteht. Das, was das Gehirn hat, das ist im Prinzip was wie ein riesiges Spinnennetz. Aber mit ganz vielen offenen Enden. Also quasi eine schlampige Spinne, die da das Gehirn produziert. Oder beziehungsweise das, was man da... Ja, doch, ist nicht falsch, das Gehirn macht. Und das, was man neu lernt, das funktioniert nur dann, wenn man schon ein Vorwissen hat. Also anders. Nehmen wir uns ein ganz kleines Kind her, was noch nicht sprechen kann. Das hört immer wieder das Wort Auto zum Beispiel. Ja? Oder Ball oder ist egal. Wir nehmen jetzt mal Auto. Und das Gehirn erkennt irgendwann, dieses Wort taucht häufiger auf. Also das hört man halt einmal und ja gut, dann hört man es wieder und wieder und wieder. Und irgendwann sagt das Gehirn, okay, ich merke mir dieses Wort mal. Und dann erkennt es dieses Wort ruckizucki. Also wenn jemand Auto sagt, ah ja, kenne ich, okay, Auto. Schublade auf, da ist das Auto drin. Das Gehirn, also das Kind, weiß in dem Moment aber nicht, was ein Auto ist. Und es kann es auch nicht automatisch sagen. Automatisch. Das kommt erst nach und nach und übrigens auch nicht zeitgleich. Manche Kinder können erst Auto sagen und lernen dann, was ein Auto ist.
Also dieses Ding mit den vier Rädern. Andere Kinder verstehen erst, was ein Auto ist, bevor sie es richtig sagen können. Wobei Auto jetzt, was die Sprache angeht, ein eher schlechtes Beispiel ist, weil das ist ein recht einfaches Wort. Luftballon zum Beispiel konnte ich damals als Kind nicht sagen. Ich habe immer Wuffbambom gesagt. Oder Wuffbambum? Kann mich nicht mehr dran erinnern, aber irgendwie sowas. Mittlerweile kann ich sagen Luftballon. Mit einem Einhorn drauf. Lange Geschichte. Das heißt, das Gehirn baut auf dem auf, was es weiß, was es kann. Und wenn was Neues kommt, fängt es an, das zu verknüpfen. Also Auto, okay, Wort kenne ich, jetzt verstehe ich, Auto ist das Ding mit den vier Rädern, was so auf der Straße rumfährt. Gut, jetzt wissen wir schon, das Wort ist dafür. Dann lernen wir das Auto auch auszusprechen. Dann irgendwann lernen wir Auto zu schreiben. Dann lernen wir Wörter, wo Auto auch drin vorkommt, wie zum Beispiel Automatik. Was aber nicht unbedingt was mit Auto zu tun hat. Ja, das sind alles eins nach dem anderen. So wie in der Schule auch. Du lernst erst zählen, dann lernst du rechnen. Und das ist, da gibt es noch viel mehr Dinge, die man wissen kann über das Gehirn. Und ich finde, das gehört einfach in die Schule dazu. Das lernt man in der Schule schon, aber erst viel später und auch nicht auf allen Schularten. Und dann gleich wieder so detailliert. Aber das Lernen an sich, also wie das Gehirn lernt, das lernt man auch dort fast nie. Das finde ich unglaublich, dass man Schüler in die Schule schickt und erwartet, dass sie lernen und dass sie das selber rauskriegen, was meistens auch funktioniert, bis zu einem gewissen Punkt, aber man sie nie darin unterrichtet. Die Schüler wissen meistens, sie haben keine Ahnung davon, wie Lernen funktioniert. Sie denken, sie haben gelernt, wenn sie sich 3 Stunden mit einem Thema beschäftigt haben, aber nichts verstanden haben. Dann haben sie, dieser Prozess, den sie da gemacht haben, das ist für die meisten Menschen ist das Lernen. Ich nenne das auch Lernen. Aber tatsächliches Lernen ist dann, wenn es im Gehirn Klick macht. Wenn das Gehirn sagt, alles klar, merke ich mir und erledigt. Und das passiert halt nicht bloß, weil ich mich jetzt an den Schreibtisch setze für 3 Stunden. Der andere Punkt, der dann da in dieses Fach mit reingehört, ist natürlich Lernmethoden zu zeigen. Zu zeigen, guck mal, man kann so lernen. Ich habe zum Beispiel so die ersten 10 Schuljahre nicht mit Karteikarten gearbeitet. Ich hatte nämlich keine Ahnung, wie das geht. Und ich fand das auch total doof. Wir hatten zu Hause Karteikarten, ich glaube so im A6-Format, also recht große. A5? Nee, ich glaube, das war A6. Die hatte ich benutzt für Referate. Wo man schön draufschreibt, was muss ich als nächstes sagen. Kleinere Karteikarten habe ich lange Zeit überhaupt nicht gesehen. Und irgendwann habe ich dann mal jemanden beobachtet. Nein, erstmal hat meine Englischlehrerin in der 5. Klasse gesagt, Vokabeln lernen, man kann auch mit Karteikarten lernen. Punkt. Sie hat nicht erklärt, wie das geht. Sie hat es halt erwähnt. Und manche meiner Mitschüler haben das dann gemacht. Und ich habe das gesehen und habe gedacht, was soll das denn? Die haben so einen Stapel Kärtchen gehabt. Auf der einen Seite stand das deutsche Wort, auf der einen Seite das englische Wort. Karteikärtchen. Dann sind sie vor dem Vokabeltest die Kärtchen nach und nach durchgegangen. Okay, warum die Mühe? Da kann ich ja auch aus dem Buch ablesen. Ich wusste nicht, dass die zu Hause mit Karteibox lernen und dass es da eine Logik gibt. Weiß ich die Karte, kommt sie einfach nach hinten. Weiß ich die Karte nicht, kommt sie nach vorne. Habe ich nie gehört, das ging ewig. Ich habe erst als ich die 10. Klasse ein zweites Mal gemacht habe, für Latein angefangen mit einer Karteibox zu lernen. Und sehr erfolgreich in Latein, wohlgemerkt. In Englisch habe ich das nicht gemacht. Da konnte ich aber nichts mit anfangen. Aber das meine ich. Es reicht nicht, dass man Schülern nur Namen nennt und erwartet, dass sie da selber drauf kommen, das mal nachzuforschen. Es gibt so viele unterschiedliche Methoden, die man auch so oft abwandeln kann für sich selber. Es gibt ganz viele Schüler, die haben schon mal davon gehört, dass es den auditiven Lerntypen gibt, dass der eher beim Hören lernt oder einen visuellen Lerntypen gibt, der eher dadurch lernt, dass er was sieht. Die meisten Schüler haben keine Ahnung, dass diese Sortierung ziemlicher Unsinn ist, weil fast alle Menschen mehrere Lerntypen ineinander kombinieren. Es gibt Schüler, die können super gut lernen, wenn sie klassische Musik hören. Andere können überhaupt nicht lernen, wenn es laut ist. All das muss man auch einem Schüler mal beibringen. Natürlich kann der das mit der Zeit selber rausfinden, aber gerade wenn man sich jetzt so Schüler ansieht in der Pubertät bzw. vorm Abschluss, die machen ganz oft alle denselben Fehler. Nicht alle, viele.
Sie lernen irgendwie die Nacht durch oder bis spät abends oder früh am Morgen nochmal kurzfristig, pushen sich irgendwie mit Energydrinks auf oder so, damit sie länger wach bleiben. Im Studium kommt es auch immer wieder vor, ohne zu verstehen, dass Lernen so nicht funktioniert. Das mag kurzfristig für die nächste Arbeit reichen. Nur je weiter fortgeschritten du in der Schule und im Studium bist, desto weniger wichtig ist es, eine gute Note zu haben. Viel wichtiger ist es, das Wissen zu haben, weil du das im Beruf auch brauchst. Dann nicht haben ist nicht so gut. Der Körper hat Grundbedürfnisse. Ja, Essen, Trinken, Schlafen, sowas. Und wenn man diese Grundbedürfnisse nicht erfüllt, dann sagt das Gehirn, ja, sorry, dann lerne ich jetzt nicht. Es gibt Wichtigeres als Lernen. Lernen kann ich morgen auch noch. 2 + 2 ist morgen immer noch 4. Aber Durst habe ich jetzt. Und wenn man da nichts trinkt, dann sagt das Gehirn, du kannst mich mal. Ich lerne jetzt nicht. Hier, das ist mir zu doof. Wenn du nichts trinken willst, dann will ich jetzt auch nicht lernen. Und da kann man nichts gegen tun, außer was zu trinken. Oder zur Toilette zu gehen. Oder eben schlafen. Also so ein Energydrink gaukelt dir selber vor, du bist wach. Aber dein Gehirn weiß ganz genau, das ist nicht so. Und das Lernen, was dann passiert, ist halt nicht dieses Lernen, was das Gehirn braucht. Weil das Gehirn sagt, nee, ich brauche jetzt Schlaf. Ich brauche Erholung, ich kann nicht. Machen ganz viele Schüler und eben auch Studenten oder Azubis diesen Fehler, ohne es zu verstehen. Und deswegen und wegen all den anderen Gründen finde ich, dass man Lernen in der Schule als Fach einführen sollte. Ich denke nicht, dass es sinnvoll ist, dafür Noten zu verteilen, aber wenn man schon ein neues Fach einführt, kann man nicht auch gleich noch erwarten, dass es keine Noten gibt. Ich bin auch nicht dafür, dass man es als freiwillige AG anbietet. Ich finde, das sollte jeder Schüler wissen und das kann man auch schon in der 3. oder 4. Klasse anfangen. 1. und 2. ist ein bisschen früh für Lerntechniken, aber danach, hey, bring den Schülern bei, was es heißt zu lernen und welche Methoden es gibt. Lass sie es ausprobieren und vielleicht auch mal Klassenarbeiten schreiben, bei denen alle mit derselben Lerntechnik rangehen sollen und dann eben nicht die Noten danach verteilt werden, wie gut sie etwas können, sondern wie gut die Lehrmethode funktioniert hat. Dass die Schüler auch eine Rückmeldung geben können. Mal ein bisschen mehr Fokus auf das Lernen und weniger Fokus auf den Schulstoff. Aber auch das ist wieder ein hochgestecktes Ziel. Fangen wir einfach an mit der Einführung eines neuen zusätzlichen Fachs. Und wenn wir davon schon reden, ich weiß, es gibt ganz viele Schüler, je älter, desto mehr, die sagen, ich würde in der Schule eigentlich auch gerne lernen, wie man eine Bewerbung schreibt, was man normalerweise in der Schule lernen sollte übrigens, wie man Steuererklärungen macht, wie man einen Haushalt führt und sowas. Und ja, finde auch, mittlerweile sollte man das in der Schule unterrichten, weil es eine Menge Schüler gibt, die das zu Hause nicht mehr lernen können, weil sie die Zeit nicht haben oder weil die Eltern das nicht vermitteln können. Könnte man in der Schule auch anführen. Aber es gibt auch Schulen, da ist das teilweise schon so. Also hier Baden-Württemberg, Realschulen, ist völlig normal, dass man da wählen kann, wohlgemerkt. So ein Fach zum Beispiel wie hieß das denn hier? Namen habe ich vergessen. Es ist im Prinzip Kochen, Backen, Nähen, Ernährung. Ich weiß gar nicht, was da noch alles drin vorkommt. Ich hatte das Fach selber nicht. Aber die Möglichkeit war da, es war ein Wahlpflichtfach. Ich hätte es wählen können, ich musste aber nicht. Also es gibt eine Menge Schularten, da lernt man solche Dinge. Es ist meistens das Gymnasium, bei dem das wegfällt, weil, das kann ich gar nicht oft genug betonen, das Gymnasium soll euch nicht auf das Leben vorbereiten, sondern auf das Studium. Und wer nicht vorhat zu studieren oder sich irgendwann dazu entscheidet, nicht zu studieren, der war schlicht und ergreifend auf der falschen Schule. Da kann aber die Schule nichts für. Das habt ihr bzw. eure Eltern so entschieden. Also die sinnvollere Alternative für manch einen wäre, erstmal einen anderen Schulabschluss auf einer anderen Schule zu machen und bei Bedarf dann das Abitur nachzuholen, was immer geht. So, das dazu zu einem Fach, wie ich finde, was in der Schule einfach komplett fehlt. Ah, nein, eine Sache noch. Ich hatte einmal in der Schule sowas wie einen Hinweis zum Lernen. Das war an einem der ersten Tage auf dem Abendgymnasium, als unser Klassenlehrer kam und meinte, wir haben ja so eine kleine Broschüre dazu, wie man das Lernen lernt. 80 Cent oder so hat die gekostet. Wer die haben möchte, habe ich mir gekauft. Hat mir jetzt persönlich nicht so weitergeholfen. Aber es war das erste und einzige Mal, dass ich mich erinnern kann, dass es in der Schule mal kurz ums Lernen selbst ging. Aber auch nicht im Unterricht.
Wobei mir aufgefallen ist, dass bei Erwachsenenbildung, also das, was Menschen machen, die schon länger nicht mehr in der Schule waren, oftmals solche Infos weitergegeben werden, sogar ganze Seminare angeboten werden dazu, wie man lernt. Gibt es auch für Schüler, aber halt nicht standardmäßig. Wenn man irgendwie einen nachträglichen Schulabschluss macht oder so, kommt sowas oftmals von ganz alleine als zusätzliches Angebot. Nur bei den Schülern geht man davon aus, die wissen genau wie. Finde ich irgendwie schräg. Weil eigentlich müsste es ein Erwachsener ja eher auf die Reihe kriegen, der versteht ja viel mehr davon. Er hat ja schon ein bisschen mehr Erfahrung als ein Schüler. Bloß weil der das die ganze Zeit macht, heißt ja nicht, dass er weiß, wie es geht. Ich meine, wenn das so wäre, hätten ja alle Schüler gleich gute Noten. Weil alle wüssten dann, wie sie für sich perfekt lernen könnten. Aber in der Realität, habt ihr alle Einsen in jedem einzelnen Fach? Ja, ich weiß, habt ihr nicht. Braucht man auch nicht. So, jetzt aber wirklich. Tschüss von Einhorn und mir. Ich habe es übrigens Erika genannt. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, der Hund guckt auch schon wieder so. So typisch Hund halt so. Ich könnte noch eine Runde schlafen. Also, haltet die Ohren steif, bleibt weiterhin gesund. Und vielleicht kriegt ihr ja von selber mal irgendwie einen Anhaltspunkt, wie man lernen kann und was es eigentlich heißt, zu lernen. Denn das, was ich jetzt hier gegeben habe mit dem Gehirn, ist ein kleiner Einblick. Das ist viel cooler, was da noch alles im Gehirn passiert. Also, ciao.